Und dann macht man halt. So. Es ist ja so, wenn man Konzerte spielt, gibt es immer wieder Momente, wo man sehr überrascht ist über Leute, die kommen. In diesem Fall meine Ex-Freundin. Aber nicht sie, oder? Ja, sie. Und, ja, das ist meine Ex, von 2 Wochen oder so. Aber es ist schön, dass du kommst und deshalb möchte ich für dich ein kleines Liebeslied singen. Ist das okay? Wie heißt du nochmal? Joanna, okay. Also ich will dich auch ein italienisches Lied. Gut, wunderbar. Gut. Also, ich habe nicht mehr gewusst, wie es heißt. Ich habe immer Ich habe sie dann angerufen und so, hey, was ist mit dir? Was ist das für ein Frühstück? Und so, ja, Entschuldigung, ich komme gleich wieder. Und dann ist sie zurückgekommen, hat mir ein Frühstück gemacht und dann habe ich zu ihr gesagt, I'm glücklich vereint.
geweint. Und dann hat sie mich zu ihr gesagt, wir sind schon so lange zusammen, 24 Stunden, die längste Beziehung meines Lebens. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du musst mich ein bisschen unterstützen, ich bin ein armer Künstler und sensibel, kannst du mir 100 Euro borgen? Und sie hat gesagt, ja, kein Problem, wofür brauchst du's? Ja, ich muss die Wohnung für meine zukünftige Ex-Freundin zahlen. Und dann hat sie Schluss gemacht. Aber weil ich dich noch immer so, so geliebt lieb habe, mache ich für dich jetzt ein kleines Solo, okay? Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorsa senza di te. E allora io quasi quasi per il treno e vengo da te. Il treno delle sirene. Steht und schreit